Alles klar, Freunde. Ich weiß genau, was wir heute brauchen. Nachdem wir letztens Horrorspielchen gespielt haben und gestern ein kunstvolles Spiel gespielt haben, welches irgendeine Botschaft hinterlässt, die ich nicht verstanden habe, aber wegen dem ich ziemlich viele Albträume bekommen habe, danke nochmal dafür, Spielchen, spielen wir heute Find the Button. Level 1, Song RV Difference. Netter Song, Mann. VSD to move, Shift to run, Space to jump. Alles klar. Let's go, Mann. Wo ist dieser Button? Den werde ich finden. Ist er hier? Der versteckt sich doch jetzt irgendwo. Wie sieht dein Button aus? Wie sieht er aus? Wo ist der? Wo hat er sich versteckt? Komm schon. ist ja vielleicht hier drunter. Da ist der Button. Boop. Oh, dieses Level sieht natürlich jetzt komplett anders aus und sieht viel komplizierter aus. Der kann sich jetzt überall verstecken. Vielleicht war er schon am Anfang. Ich versuche ein bisschen das Spiel zu... Er war hinter uns. Wir müssen nicht durch das Labyrinth. Manchmal ist es wichtiger im Leben zurückzugehen als durch ein Labyrinth. Keine Ahnung, was ihr wollt. Ich hab den Knopf. Weiter geht's, mein Level 3. Ein komplett leerer weißer Raum. Vielleicht ist das eine optische Täuschung. Vielleicht muss ich erst mit dem Schatten irgendwie interagieren. Er ist an der Decke. Oh, nein, da unten ist doch der Button. Der ist hinter mir. Da ist der Button. Wie komme ich da hin? Wie? Nein, so geht das nicht. Scheiße, Mann. Wie funktioniert das? Oh mein Gott, du musst es Escape drücken und dann geht der Mauszeiger dorthin. Dich wäre verrückt. Und nun sind wir in einem Wald. Wir werden wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, ne? Wo ist der Knopf? Der ist bestimmt auf einem dieser Bäume hier, weil ein grüner Knopf an einem grünen Baum. Yep, das wird sein. Oder auf dem Boden. Auf dem Boden versteckt er sich irgendwo, nicht wahr? Ich habe in letzter Zeit so viel Resident Evil 7 gespielt, dass ich jedes Rätsel jetzt lösen werde, weil dieser dämliche Finger in Resident Evil. Wohin gehört er? Wohin gehört er? Nein, Arschloch, einer dieser Puppen wiederum stehen. Nein, alles probiert. Ich habe sogar schon einen echten Pop-Pop-Finger bestellt und ihn auch in diverse Öffnungen gesteckt. Bei mir, und das hat auch nichts gebracht. Ich habe die Lösung. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die Decke ist grün. Die Decke ist der Knopf. Die Decke ist der Knopf. Ah, nee, da ist der. Okay. Cool. Alles klar. Level 5. Let's go. Okay. Ich verstehe, was ich hier zu tun habe. Es ist ein kleines Jump'n'Run. Übrigens, die Songs da in der Beschreibung. Ihr könnt sie gerne auschecken. Die klingt ziemlich cool. Die kann ich aber leider nicht ins Video nehmen. Ich muss meine eigene Musik nehmen, weil sonst ist dieses Video weg und Holly dann auch wegen Copyright Strikes. Ups, das ist nicht so lustig. Ups, wo ist der Knopf, hä? Wo ist der? Wo versteckst du dich? Ich glaube, das Spiel hat mich verarscht, Mann. Ich musste gar nicht runter, ne? Oder? Es ist wieder hier irgendwo, nein? Oh, nicht schlecht, Mann, nicht schlecht. Es wird langsam viel komplizierter. Viel komplizierter, als ich gedacht habe, Mann. Vielleicht... Wir müssen noch. Nein, der ist hier drunter. Wo ist der Knopf? Da ist der! Man muss nicht ganz hoch, sondern auf die mittlere Ebene. Mir geht nichts, Mann. Die Musik ist hier verdammt laut. Ich muss mal ganz kurz leiser machen. Ich höre mich selber nicht reden, deswegen stotter ich hier wie sonst was und kann nicht mal Wörter richtig aussprechen. Hallo, Knopf. Ich hab ihn. Hey. Hallo? Komm schon. Ist das nicht der richtige Knopf? Nein, erzähl keinen Scheiß. Komm schon. Vielleicht mit Escape? Nein, ich kann mich auch nicht ducken. Spiel? Komm schon! Moment mal, der grüne Knopf kann nicht gedrückt werden. Was, wenn dieses Spiel und Resident Evil 7 zusammenhängen? Hey, jede Möglichkeit ist jetzt eine Möglichkeit, die man ausprobieren sollte. Vielleicht gibt es in Resident Evil 7 einen Knopf, den du nur mit einem Puppenfinger betätigen kannst. Es tut mir leid, ich sag's ja, es macht mich fertig, Mann. Komm schon, drück die Scheiße. Ah, jetzt geht's, okay. Oh, ein kleines Labyrinth, ja? Da machen wir wieder die Taktik, ich gehe einfach zurück. Aha. Immer links lang. So, irgendwann ist bestimmt auch hier unser Fadenkreuz der grüne Knopf, ne? Würde ich sagen, wow, hat sich das hier gerade verändert? Wow, diese Mechanik ist unbelievable. Gehen wir mal hier lang. Hallo? Wo ist der scheiß grüne Knopf? Ich hab nicht den ganzen Tag... Ah, da ist er doch. Moment mal, das ist irgendwie... Ernsthaft, das war's? Press R to restart? Oh, okay, falls ich hier hängen bleibe, kann ich mit R restarten. Wow, wie kompliziert wird denn das Spiel hier? Und auf geht's, Mann. Mit der Unreal 4 Engine wär's natürlich mega krass. So, einmal hier durch und... Komm schon, das kriegen wir hin. Hup. Und... Hier geht's gar nicht weiter. Oh nein, ich wurde geprankt. Scheiße. Aber habe ich's richtig gesehen, dass der grüne Knopf irgendwie unter diesem Ding hier war? Oh nein. Warte mal, der grüne Knopf war doch irgendwo... Der war hier, ich habe ihn irgendwo gesehen hier. Ich habe ihn gesehen. Hup! Okay.
Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf, Mann? Warte, ich habe ihn gesehen. Irgendwo war er zu sehen, als ich runtergefallen bin. Da ist eine Plattform. Die habe ich gesehen. Kriegen wir es hin? Und weiter geht's. Komm schon. Weiter geht's, Mann. Ich habe jetzt nicht den ganzen Tag Zeit, hier grüne Knöpfe zu drücken. Ich muss nämlich in Resident Evil weitersuchen. Aha. Einfach an diesen Kerben hier entlang. So, sehr gut, sehr gut. Wir müssen ganz hoch. Wir müssen ganz hoch. Oder es verarscht einen wieder. Und wir müssen ganz runter. Und das ist irgendwie unter einer Kugel, ne? So, und... Da habe ich dich gefunden. Guck mal, ich hab dich. Ich komm dich holen. Einen Moment, ich bin gleich da. Ups. Und gleich wird der grüne Knopf gedrückt. Auf geht's, Mann. Nächstes Level. Game over. Was? Muss ich vielleicht... Da ist noch ein grüner Knopf. Kannst du ihn vielleicht für mich... Ja, geh drauf da. Oh, draufhüpfen. Das ist es. Das ist ja cool, dass man sich bewegen kann. Guck mal. Interagier damit. Drück Enter oder sowas. Komm schon. Oh. Ja, es war ein interessantes Spiel, nicht wahr? Ihm geht's gut, keine Sorge, ihm geht's gut. Klar, was soll denn sein? Ich muss dann mal weitermachen, ne? Gut. Falls ihr noch eine Lösung findet, dann sagt Bescheid. Wenn ihr rausfindet, was mit ihm los ist, dann sagt mir Bescheid. Ich hoffe, es geht ihm gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Holly.